Moin Leute, hier ist der Kistenschieber und diesmal mache ich ein Video nur zu GTA spielen. Und zwar hatte der liebe Klaus ja vom Back to the Past in seinem letzten Video oder vorletzten, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall fast ein GTA Vice City gekauft. Und da hatte ich jetzt gerade spontan die Idee, ich zeige euch mal die GTA-Spiele, die ich alle habe und was da reingehört, also was da drin sein sollte, wenn die komplett sind. Ne? Fangen wir mal an. Und zwar habe ich hier Grand Theft Auto Chinatown Wars für den Nintendo DS. Was ist da drin? Einmal das Spiel. Dann habe ich hier die Gesundheits- und Sicherheitshinweise. Dann ist hier dieses Play2HQ drin, was sie so für Spiele rausgebracht haben. Und dann ist hier drin ein Poster, und zwar der Stadtplan von Chinatown. Ja, hier unten sieht man die Füße vom Stativ. Deswegen kann ich das hier nicht so ganz zeigen, könnte natürlich die Kamera ein bisschen weiter anders drehen, aber das mache ich jetzt nicht, weil sonst seht ihr mein Fernseher. Und da habe ich gerade was laufen. Naja, wird auf jeden Fall so gehen. Muss das ja nicht ganz ausbreiten, ne? Jo, was ist da noch drin? Einmal die Anleitung. Ne? Das sieht man hier. Was hier so drin ist. Wie man steuert und so, ne? Jo. Ja, dann zeige ich euch nochmal die Rückseite von dem Spiel. Ja, seht ihr, man spielt das von oben noch, wie GTA 1 und 2. Ne? Cooles Spiel, sollte ich auch mal weiterspielen. Habe ich bis jetzt noch nicht, hatte ich nur angefangen mal. Aber mal gucken. Zeit von Draht. So, dann geht's weiter mit dem PlayStation 2 Spiel. Ups. Mit dem PlayStation 2 Spiel. Und zwar GTA 3. Das hatte ich gebraucht gekauft. Doch. Grand Theft Auto Chinatown hatte ich damals auch gebraucht gekauft. Das hatte ich ja, glaube ich, schon in den anderen Videos gezeigt. So, was gehört da rein? Das ist, glaube ich, jetzt nicht ganz komplett. Auf jeden Fall ist hier die Postkarte drin. Na gut, das hier gehört nicht da rein, eigentlich. Und GTA 3 Anleitung. Da bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher. Da müsst ihr auch nochmal nachrecherchieren. Da ist ja bestimmt normalerweise auch ein Poster drin, wo die Straßenkarte ist. Da müsste ich auch noch mal gucken. Das hatte ich auf jeden Fall gebraucht gekauft. So. Und das wegpacken. Moment. Zack. Lappe dicht. Dann geht's weiter mit dem Spiel, was der Klaus in der Hand hatte. Und zwar Grand Theft Auto Vice City. Die PS2 natürlich immer noch. Das drin, das was ich meinte, Klaus, also Back to the Past, die Postkarte, die ich meinte. Dann die Anleitung. Da ist noch ein Kassenzettel, das habe ich gekauft am 28.08.2003. So lange ist das schon her, 16 Jahre. Ja, und das besagte Poster. Ups. Ah, da einmal die Dame. Ups. Und ich drehe nochmal um. Hier der Stadtplan. Ups. Na, komm her, ja. Da siehst du das.
So, und hier die Rückseite. Dann geht's weiter mit Grand Theft Auto San Andreas. Das hatte ich auch gebraucht, gekauft. So, wie komme ich da drauf? Also, dass da ein Stadtplan drin sein sollte. Bei dem anderen jetzt hier, bei GTA 3. Weil es hier nämlich auch ist. Und bei Vice City halt und bei allen anderen auch. Also scheint mir da der Stadtplan zu fehlen. Wenn jemand den hat für GTA 3, für die PS2, sag mal Bescheid. Ja. Ja, hier die Anleitung. Und einmal mein Bestellding von damals. Das zeige ich jetzt nicht auf meine Adresse auf. Und einmal ein paar Sheets, die dabei waren. Das hatten sie drin gelassen. Dann geht's weiter mit Grand Theft Auto Liberty City Stories. Jo, hier ist auch nur die Anleitung drin. Ey, gab's auch als Lego-Version oder was? Oder was ist das da? Also hier scheint wohl auch kein Stadtplan dabei zu sein. Fällt mir jetzt gerade auf. Hab da jetzt nie so drauf geachtet. So ganz. Bis ich gestern ein Video von Back to the Past gesehen habe. Hier haben wir dann Grand Theft Auto Vice City Stories. Auch Gebrauch gekauft bei Zox damals. Hier ist auch wieder so ein Stadtplan. Anleitung. Und so eine Karte zum Registrieren bei Rockstar. Ja, hier Stadtplan, ne? Sieht man schon. Breite ich jetzt mal nicht aus. Und die Anleitung. Oder wie man das nennen will. Und hier ist jetzt auch kein Stadtplan drin. Naja. Habe ich ja in der Hand. Wie gesagt. Ja. Naja. Nur so eine Passkarte ist da diesmal nicht mehr dabei. So, dann geht es weiter mit Grand Theft Auto 4. Und zwar für die PS3 erstmal. Da haben wir drin einmal den Reiseführer. So nennt sich die Anleitung bei denen anscheinend. Dann der Kassenbon. Das hatte ich bei GameStop gekauft. Und hier auch wieder dieser Stadtplan. Nur diese Postkarte ist da wohl nicht mehr regelmäßig anscheinend mit drin. Na gut. Und dann. Seite. Dann geht's weiter. Nochmal ein Bild. Grand Theft Auto 4. Xbox 360 Classics. Das, was ich bei der lieben Maren Kandix gewonnen hatte. Den Kanal guckt euch den bloß an, der ist super. Sie macht das auch wunderbar. Hier die Anleitung, also Reiseführer und der Stadtplan. Registrierungskarte, weiß ich nicht, ob sowas jemals dabei war. Ne? Ja. Dann Grand Theft Auto Episodes von From Liberty Cities. 2 Episoden. Für die PS3. Jo, Kassenbon. Gut, ich habe es auch wieder damals bei GameStop gekauft. Da die Anleitung. So, das von GameStop gehört da natürlich eigentlich nicht rein. Hier ist auch kein Stadtplan bei. Weiß ich auch nicht, ob da einer eigentlich reingehört. Steht da irgendwo was? Mal gucken. Bla blub blub. Ich entdecke da nix. Na gut. Dann Grand Theft Auto 5 für die PS3. Stadtplan. Dann Steuerungserklärung. Und fliegende Atomic Luftschiff Karte. Mit einem Code. Den habe ich, glaube ich, damals eingegeben. Aber halte ich trotzdem mal zu. So. Ja. Da ist jetzt auch keine Registrierungskarte, Postkarte bei, was ich meinte. Nein. Und dann natürlich nochmal Grand Theft Auto 5 für die PS4. Hier haben sie es auch richtig schön gemacht. Hier haben sie dieses Winnetown. Winnewood, besser gesagt.
Wenn du gut. Cool gemacht. Und zwar ist hier auch wieder dieses Steuerungserklärungsdingens bei und dieser Stadtplan. Das hatte ich auf jeden Fall neu gekauft. Genau, nee, Grand Theft Auto 5 für die PS3 hatte ich gebraucht gekauft. Was heißt gekauft? Ich hab's so bekommen. Da war irgendwas. Ja. War irgendwie dran erinnert. Irgendwie hatte ich das, glaube ich, umsonst gekriegt oder so. Naja. So viel dazu. Das sind die ganzen GTA-Games. Ups. Die ich so habe. Ach ja. Die anderen beiden habe ich noch nicht vergessen für die PS1. Kleinen Moment. Die habe ich ja auch noch. Red die ganze Zeit davon, aber habe die nicht am Start stehen gehabt. Wo sind sie? Grand Theft Auto oder andere? Schupp. Muss ich euch natürlich auch noch zeigen. So. Den Stack ein bisschen zur Seite. So. Und zwar haben wir hier GTA 1, Grand Theft Auto 1, Platinum-Version. Da drin die Anleitung. Ne? Und zwei Poster sind hier drin. Stadtpläne. Warum auch immer. Ist jetzt auch noch nicht gespielt. So richtig. Früher hatte ich das mal irgendwann mal in meiner Jugend. Dann ist es in Vergessenheit geraten, bis ich GTA 5. Nee, Quatsch. Vice City war das, genau. Das hatte ich für PS2 damals gekauft, genau. So war das. Und dann kam mir das im Gedächtnis zurück. Mensch, der erste Teil hat das doch auch mal in der Hand gehabt. Ja, dann haben wir Grand Theft Auto 2. Ja, da fehlt nur dieses mit der englisch-britischen Flagge. Aber mal gucken. Hier haben wir das. Ich glaube, da gab es noch irgendeinen anderen Ableger, wenn ich nicht irre, ne? Stadtplan. Und die Anleitung. Also beide Spiele hatte ich, glaube ich, jeweils für irgendwie 14 Euro bezahlt gebraucht. Teilweise sind die, glaube ich, mehr wert. Soweit ich das mal gesehen hatte. Ne? Also hier sind die ganzen Spiele. Ja. Ja. Dann habt ihr jetzt mal so einen Überblick, was so drin sein sollte. Ne, bei den anderen beiden Spielen muss ich mal gucken, wo die Stadtpläne sind. Müsste man ja irgendwo bekommen. Ja, wie ich immer sage, lasst ein Like da. Kommentiert ruhig. Abo da lassen. Ne? Ja, dann sage ich nur, das was die liebe Maren immer sagt. Gut, zock, ich bin raus. Bye, bye.